Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Zimpel von der Firma Wameco. Wir haben ja am 26. Oktober unser drittes hybrides Symposium. Und bei diesem hybriden Symposium möchte ich euch was über Nutzungsprofile sagen. Was bedeuten die eigentlich bei der Energiewende? Wir wissen ja, dass die Warmwasserbereitung sehr stark im Fokus gekommen ist. Und welchen Beitrag kann das leisten und welche Möglichkeiten haben wir dafür? Ich werde Ihnen beim dritten Online-Symposium das Bauvorhaben Schinkenmeschede vorstellen. Dort geht es um eine Wärmerückgewinnungsanlage über Kühlanlage. Dort haben wir 40 Grad Vorlauftemperaturen und wie wir diese 40 Grad sinnvoll mit der Exergiemaschine auf ein brauchbares Niveau bringen können, um die geforderte Warmwasserlast zu gewährleisten. Mein Name ist Christopher Köster, ich bin bei der Firma Wameco als Teamleiter im Produktmanagement tätig und darf beim dritten Online-Symposium der Firma Wameco am 26.10. zu unserer neuesten Entwicklung der Exergiemaschine referieren, und zwar zum Thema Einsatz der Exergiemaschine zur Optimierung einer Wärmepumpe im Altbestand. Vielen Dank. Ich darf über das Thema Wärmewende hier im Hause Wameco berichten. Was passiert in der Zukunft mit dem Thema Wärme, Energie? Wie passen Elektrizität und Wärme zusammen? Und vor allen Dingen, wie motivieren wir uns gegenseitig, über die Grenzen unserer Gewerke hinauszudenken?